Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen und jetzigen JFD Live Trading TV am 21. Juli, 10:45 Uhr. Wir wollen auf den DAX schauen, der sich heute auch noch ein Stück weit verhalten zeigt. Bislang, es fehlt so ein Stück die Performance-Kräftigkeit, also hier die Dynamik aus der vergangenen Woche. Hier scheint so ein Stück weit Verschnaufen angesagt, ein Stück weit Konsolidierung auf hohem Niveau. Aber das ist alles hier noch grundsätzlich bullisch zu sehen, wenn wir hier mal mit dem Stundenchart beginnen. Wir sehen hier der DAX in der 24-Stunden-Indikation von JFD Brokers. Wir haben hier diesen ja, Verlaufshoch aus der oder die Verlaufshoch aus der vergangenen Woche gesehen, dann hier eben Start in die neue Woche und seither pendelt der DAX hier oberhalb des Levels von 10.700, was durchaus eine interessante Stützung darstellt, seitwärts. Wir haben hier in der Vergangenheit immer mal wieder diese Zone gehabt. Ich werde mal hier ein Stück weit die Pfeile aufräumen, aber das verdeutlicht hier praktisch das Niveau hier aus der Vergangenheit. Hier gab es auch eine Price Zone Action, also hier gab es genau in diesem Bereich um 10.675, 10.700 Punkten eben einen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären. Und genau in dieser Zone sind wir hier aktuell wieder. Und jetzt ist es durchaus denkbar, dass der DAX, wenn wir jetzt hier nicht direkt auf neue Tageshochs rausziehen, durchaus nochmal ein Stück weit zurücksetzen könnte, um hier praktisch zwischen 11.675 und 11.700 Punkten hier sozusagen Kraft zu holen, um dann im weiteren Tagesverlauf doch wieder Richtung Hochs zu streben. Also die Chancen dafür, dass der DAX hier noch nicht fertig ist auf der Südseite, sind nach wie vor gegeben. Wir haben hier positives Momentum. Der Markt will offenbar noch mehr sehen, um gegebenenfalls sogar hier ein Allzeithoch zu markieren. Wir hatten ja auch unlängst eine Big Picture-Analyse zum DAX, die hier natürlich unterstreicht, dass sich hier die Vorzeichen gerade auf den höheren Zeitebenen auch sichtlich gebessert haben. Und wenn wir hier vom Stundenchart nochmal in den Tagesschart switchen, dann sehen wir auch hier die Situation, die wir auch unlängst schon ja, erahnten. Oberhalb von 11.400 Punkten bleibt alles wieder im bullischen Segment, Ausbruch aus diesem Abwärtstrend hier geglückt. Und jetzt festigen wir uns hier oberhalb von 11.700. Wir machen die Zone auch mittlerweile da nachhaltig bestätigt grün. Und das spricht jetzt dafür, dass wir eben hier, und da wird man jetzt die Pfeile auch mal ein Stück weit anpassen, oberhalb von 11.700. Es kann auch ruhig mal bis 11.675 gehen. Hier praktisch ein positives Fahrwasser haben, was den DAX hier durchaus weiter antreiben dürfte. So sieht es nun mal jetzt aus. Es sei denn, wir haben hier eine Seitwärtsphase zu erwarten jetzt in den Sommermonaten, aber eigentlich haben wir hier genug Potenzial, um noch mal ein Stück weit rauszuziehen. Richtig bärisch hatten wir ja auch gestern schon unter 11.300 Punkten. Ziehen wir das jetzt mal ein Stück weit höher. Soll heißen, wenn der DAX hier unter 11.600 schon zurücksackt, dann sehen wir hier größeres Rückschlagspotenzial im Bereich von bis zu 200 Punkten. Dann locken hier durchaus Niveaus Richtung 11.350, 11.400, wenn wir eben hier unter die Marke von 11.6 nachhaltig zurückfallen sollten. Der DAX also hier generell trotz der bisherigen Lethargie hier ein Stück weit unentschlossen, aber auf hohem Niveau eine bullische Konsolidierung. Das sehen wir hier mit den starken Kerzen der vergangenen Woche, der Vorzeit sozusagen, findet jetzt hier ein kleines Konsolidierungsspiel statt. Und wenn wir hier sehen, dass wir sozusagen Inside Bars jetzt dann etablieren, und das ist sehr spannend zu sehen, dass wir hier innerhalb der Kerze vom 16.07. uns verweilen. Klar gab es hier am gestrigen Tag einen kleinen Ausbruch nach oben, aber die Kerze ist hier sozusagen, dann nehme ich sie gerne mal als Maßband, ein Stück weit hier die Orientierung, dass der DAX innerhalb dieser Kerze vom 16.07. hier durchaus ja, in einem Konsolidierungsmodus verweilt, der idealerweise hier im oberen Drittel, in den oberen 50% verweilen sollte, dann sieht das, wie gesagt, hier alles sehr, sehr konstruktiv auf, denn außen eine hohe Konsolidierung, also eine Konsolidierung auf hohem Niveau vielmehr, spricht hier für Nachhaltigkeit. Und man könnte auch meinen, nach diesem starken Impuls könnte stärker zurückgehen. Das wäre dann eben ein Rücksetzer in Richtung 11.350, aber das muss mal gar nicht passieren, denn wenn die Bullen hier direkt weiter anknüpfen, scheint auch direkt weiteres Aufwärtspotenzial möglich. Da wir jedoch auch hier beim DAX natürlich die Intraday-Beschau vornehmen wollen, gehe ich mal hier in die Indikationen, 24-Stunden-Indikation von JFD Brokers. Wir haben hier den 15-Minuten-Chart, hier den asiatischen Handel, knapp 45 Punkte, das ist nicht viel. Wir sind aktuell auch gerade mal 63 Punkte, 64 Punkte gelaufen, das heißt hier die True Range 236, also da ist noch deutlich was vorhanden. Wir sehen hier das maximale High 11.950, das maximale Tief 11.540. Sie sehen, hier ist noch richtig viel Platz an Range. Aktuell aber auch zu sehen, dass wir unterhalb des sozusagen Pivot Points anhand der 24-Stunden-Indikation sind. Das ist schon mal rein technisch gesehen ein Stück weit negativ.
Und hier haben wir jetzt sozusagen das Vortagestief jetzt erstmal im Auge. Das wäre hier 11.677, ganz interessant mit 11.675, was wir gerade auf Tages- und Stundenbasis hatten. Hier der DAX dann gute Chancen, wieder ein Stück weit aufzudrehen, aber kurzfristig ist das Risiko gegeben, dass wir hier bis 11.675 Punkte zurücksetzen, Vortagestief Test machen und dann hier möglicherweise wieder anziehen. Das wäre das Idealszenario. Ansonsten, ja, wenn es unter 11.650 signifikant geht, unter 11.600, da muss man mit mehr nach unten rechnen. Das sehe ich aber aktuell, wie gesagt, nicht. Eher kurzfristig runter, dann wieder eine Reaktion nach oben. Wenn es über das Vortageshoch, über das heutige Hoch hinausgeht, dann ist hier noch sichtlich mehr Potenzial. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für die heutige DAX-Beschau. Viel Erfolg bei Ihrem Handeln. Wir schalten uns nachher natürlich noch ein, zweimal online. Und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Resthandelstag. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmer und tschüss.